Der Osten Afrikas. Weite Ebenen, zerklüftete Gebirgszüge und riesige Seen faszinieren schon seit jeher Forscher und Abenteurer. Insbesondere die unendlichen Weiten des Tanganyikasees, der Lebensraum unterschiedlichster Buntbarscharten, sind ein Eldorado für Aquarianer. Dieses außergewöhnliche Gewässer mit hohem pH-Wert und mineralhaltigem, hartem Wasser stellt ein besonderes Biotop dar. Die meisten der hier lebenden Arten kommen ausschließlich hier vor. Das nennt man endemisch. Dazu gehören auch die räuberischen Buntbarsche der Gattung Lepidiolamphrologus. Um es gleich vorwegzunehmen, die Arten dieser Gattung sind Fische für Spezialisten. Sie erreichen Endgrößen von über 15 cm und beanspruchen große Reviere. Im natürlichen Lebensraum fressen sie neben Mollusken und Wirbellosen auch kleine Fische. Deshalb benötigen sie ein großes Aquarium und kräftige Nahrung, zum Beispiel Frostfutter. All dies muss der Aquarianer berücksichtigen. Diese größten Vertreter der Unterfamilie der Lamphrologini sind zwar verwandt mit den Schneckenbuntbarschen und den Schlankzichliden des Sees, aber so recht mag man diese Verwandtschaft nicht glauben. Wieder einmal geht es hinaus auf den See in eine ruhige Bucht. Dort beginnt die Suche nach den Räubern, die auch liebevolle Eltern sein können. Selten anzutreffen ist der schlanke, torpedoförmige Lepidiolamphrologus nakambe. Mit ihrem großen, tief eingeschnittenen Maul sind die Tiere gut in der Lage, kleine Fische zu erbeuten. Alle Lepidiolamphrologus sind Substratbrüter. Sie bilden Paare, besetzen ein Revier und legen ihre Eier halboffen oder versteckt ab. Danach ziehen sie ihre Jungen gemeinsam auf und schwimmen als Paar durchs Leben. Das gilt auch für die Nakambe. Sie gehören zu den anspruchsvolleren Pfleglingen der Gattung, brauchen große Aquarien ab 400 Liter und regelmäßig kräftiges Frostfutter. Auch bei guter Pflege gelingt die Vermehrung eher selten. Wenn sie dann doch einmal gelingt, kann ein Gelege bis zu 1000 Eiern umfassen. Jungtiere und Halbwüchsige der Art Lepidiolamphrologus cuningtoni ziehen in Trupps umher und suchen überall nach Nahrung. Dabei ist nichts vor ihnen sicher. Besonders die Schneckenhalden mit den schmackhaften kleinen Schneckenbuntbarschen werden regelmäßig von ihnen heimgesucht und deren Bewohner dezimiert. Mit einer Größe von etwa 15 cm werden sie geschlechtsreif. Werden sie erwachsen, gehen sie sich zunehmend aus dem Weg. Dann bilden sie Paare, besetzen ein Revier und versuchen sich als Eltern. Obwohl dieser Fisch recht hübsch und harmlos aussieht, ist er mit einer Endgröße von über 20 cm nur für sehr große Aquarien geeignet. Die Haltung der robusten Tiere stellt sonst keine besondere Schwierigkeit dar. Im Felslitoral erscheint ein Schwarm schlanker, gescheckter Buntbarsche. Nach erster Einschätzung gehören sie zu Lepidiolamphrologus elongatus. Und tatsächlich, ganz in der Nähe patrouilliert ein riesiges Männchen der Art. Mit einer Größe von etwa 20 cm hat es hier nicht viel zu befürchten. Auch das deutlich kleinere Weibchen ist nicht fern. Als erfahrene Eltern haben sie ihre Jungen erfolgreich bewacht. Die etwa 5 bis 6 cm großen Jungtiere dürften schon 4 Monate alt sein. Noch immer werden sie von Vater und Mutter betreut. Ein interessanter und robuster Pflegling, den man im Aquarium ab 2 Meter Länge auch leicht vermehren kann. Ganz in der Nähe ist den Fängern von Rift Valley Tropicals Ltd. ein richtig kapitaler Bursche ins Netz gegangen. Vorsichtig wird er befreit und erhält seine Freiheit zurück. Er ist einfach schon zu groß für den Export. Mit Endgrößen um 15 cm gehört Lepidiolamphrologus attenuatus innerhalb der Gattung zu den kleineren Arten. Ein Männchen steht aufgeregt über den Felsen
und ganz in der Nähe schwimmt auch das kleinere Weibchen. Wahrscheinlich haben sie ein Gelege zu bewachen. Unter einem kleinen Felsvorsprung haben sie ihre Eier abgelegt. Nach dem Schlupf würden sich beide Eltern noch lange um die Brut kümmern. Bei diesem Paar ist die Anzahl der Eier gering. Zum einen sind die Tiere noch jung, zum anderen hält sich hier ein berüchtigter Laichräuber auf. Ohne behelligt zu werden, frisst er ein Laichkorn nach dem nächsten. Kurzfristig gesellt sich ein weiterer Gourmet dazu. Jetzt endlich schreiten die Eltern ein. Energisch werden die beiden Räuber verjagt. Doch die Thelmatochromis bleiben in der Nähe. Dann wird's richtig gefährlich. Eine gefräßige Horde Buntbarsche der Art Lamphrologus calypterus entdeckt das Gelege. Diese dreisten Fresser lassen sich nicht vertreiben. Die Nachkommenschaft der Attenuatus ist verloren. In tumultartigen Szenen wird das gesamte Gelege in wenigen Sekunden vertilgt. Auch das große Männchen ist machtlos gegenüber der furchtlosen Meute. Einige Meter entfernt ist es einem anderen Paar gelungen, sein Gelege bis zum Schlupf zu verteidigen. Die Tiere sind schon etwas größer und erfahrener. Eine kleine Wolke von etwa 2 Wochen alten Jungfischen schwimmen unter ihren aufmerksamen Eltern. Noch etwas weiter gibt es ein Paar mit Jungfischen, die etwa 6 Wochen alt sind. Sie haben immerhin schon eine Größe von 2 Zentimetern erreicht. Auch hier sind die Eltern erfahren und sehr aufmerksam. Dieser Schwarm besteht aus knapp halbwüchsigen Tieren. Sie sehen jetzt aus wie die Großen und haben eine Länge von 5 bis 7 Zentimetern. Die aufmerksame Brutpflege dieser Art garantiert hier eine hohe Populationsdichte. Wir könnten noch ewig hier unten in einem der größten Freiaquarien Afrikas verweilen, doch der Druckmesser mahnt zum Auftauchen. Aber das wird nicht unser letzter Besuch bleiben.